Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mal wieder Fragen gestellt auf Instagram. Das Q&A ist eigentlich schon überfällig, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Die letzte Zeit ist so krass viel los, deswegen musste ich das ein bisschen aufschieben. Aber heute ist es soweit und heute besprechen wir alle Fragen, die noch offen waren. Viele Fragen sind ja sowieso immer so ein bisschen doppelt, aber ich dachte mir so, ja, vielleicht sind ja doch ziemlich viele neue Zuschauer dabei und da muss man einfach nochmal so ein Q&A machen und einfach ein bisschen was erzählen. Wir starten rein. Freeride Raphael fragt, weißt du, wann OE wieder aufmacht? Ich denke, dass es nicht mehr ganz so lange dauern wird. Also aktuell ist der Stand in Olpe so, dass da ja bis vor kurzem noch Schnee lag und ja jetzt natürlich die Strecken trocknen müssen, alles muss vorbereitet werden. Und so lange auch auf jeden Fall besser dort nicht fahren, sonst fahrt ihr alles kaputt und man muss noch länger warten, bis der Lift aufmacht. Aber ich denke, es wird nicht mehr so lange dauern. Dann, Freeride Raphael nochmal, wenn man dich sieht, kann man mal zusammen ein paar Runden fahren. Prinzipiell auf jeden Fall gar kein Problem. Quatsch mich einfach an, dann fahren wir eine Runde, wenn es sich irgendwie ergibt. Allerdings, wenn wir gerade irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, besonders irgendwie ein Video drehen oder so, dann ist das natürlich unpraktisch. Aber sonst, wenn wir einfach nur so eine Runde fahren, ja, schließt sich gerne an. Dann wieder Freeride Raphael, er hatte viele Fragen. Meinung zu Ghost Bikes. Ich habe leider überhaupt keine Erfahrung. Allerdings muss ich einfach sagen, das neue Bike vom Corby finde ich schon ziemlich cool. Habt ihr mit Sicherheit schon gesehen in den ganzen Videos. Ich meine, seine Madeira-Clips sind ja ziemlich legendär. Krasse Videos, schaut es euch auf jeden Fall an. Und ich muss sagen, das gefällt mir schon ziemlich gut in Carbon, das Bike. Bin es allerdings noch nie gefahren. Ich denke mal, der Marc könnte da euch mehr sagen, aber den sehen wir ja vielleicht hoffentlich bald mal wieder in ein paar Videos. Dann, den Namen kann ich kaum aussprechen, 141M Netter, Top 3 Bike-Marken. Puh, das ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Ich feiere Norco übertrieben krass. Ich würde, glaube ich, jedes Bike von denen fahren. So, also das Range finde ich cool, das Side finde ich cool, das Fluid finde ich cool, das Aurum finde ich natürlich cool. Was ich bei Norco nicht ganz so feier, sind die E-Bikes, rein optisch, ne? Ich bin die ja alle noch nicht gefahren. Ich bin ja eh immer nur das Aurum gefahren und ja, muss aber sagen, hätte ich schon krass Bock auf mehr Bikes und wenn sich so eine Partnerschaft mit Norco ergeben würde, wäre das der absolute Traum. Ansonsten, ich war nie ein großer Specialized-Fan, allerdings dadurch, dass ich das Levo testen konnte und das Kenevo, beide SL, die Light-EMTBs, muss ich sagen, schon ziemlich geile Bikes, auf jeden Fall. An beiden kann man nichts aussetzen, fahren sich super gut, machen mega viel Spaß und ja, das Thema Klappern ist ja ein großes Ding, Klappern tut da nichts. Ansonsten finde ich im Moment tatsächlich Transition ziemlich interessant und was gibt es noch? Comanche oder wie man Comential, wie auch man auch immer das Ding ausspricht, finde ich auch ziemlich geil. NS-Bikes finde ich ziemlich geil. Es gibt so viele coole Bike-Marken. Propane finde ich irgendwie auch cool übrigens, aber ja. Dann Efe KYKCI fragt, nutzt du LUTs auf deinen Videos oder machst du selbst Color Grading? Beides. Besonders wenn ich jetzt mit der großen Kamera filme, so, dann filme ich halt in S-Log 3 und da arbeite ich dann halt mit einem Conversion LUT plus dann halt noch ein Grading LUT und da aber ja die LUTs, die man so verwendet, nie 100% passen, muss man da ziemlich viel noch selber machen. Mein GoPro-Footage grade ich zum Beispiel komplett manuell, also da nehme ich halt keine LUTs für. Wenn ihr Bock auf sowas habt, könnte ich theoretisch mal selber so LUTs erstellen. Aber ja, schreibt mal in die Kommentare, wen das interessieren würde. Dann Nicolas Wright Bikes. So, welche Kamera und Objektive benutzt du? Besonders die Objektive würden mich interessieren.
Ich nutze Action Cams eigentlich ausschließlich die GoPro 10 aktuell. Hin und wieder Insta360 Kameras, habt ihr ja bemerkt. Dann habe ich bis vor 2 Wochen diese hier benutzt. Das ist die Sony A6500, richtig alte Kamera. Eine der ersten Kameras, die so 4K filmen konnte und so. Und ja, mit der habe ich richtig, richtig lange gefilmt. Und vor 2 Wochen habe ich geupgradet auf die Sony FX30 und auch APS-C, weil Vollformat einfach scheiße teuer ist. Deswegen auch APS-C Objektive hauptsächlich. Wenn du also eine Vollformatkamera nutzt, lohnt sich das, bringt das dir nicht so viel. Ich habe zufällig hier meine Objektive liegen. Ich nutze für, wenn es so ein Allround-Video sein soll, dann nutze ich das Sony 18-105 Objektiv. Das ist dieses hier. Und Blende F4 ist halt ein Zoom-Objektiv, wenn ich mal flexibel sein muss und ich weiß, es ist jetzt nicht so dunkel draußen, dann nutze ich das. Finde ich ein ziemlich cooles Objektiv, vor allem weil es im Zoom nicht rausgeht und so. Das heißt, bleibt immer gleich groß. Besonders geil, wenn man auf einem Gimbal arbeitet. Dann bin ich ein ziemlicher Fan von Sigma-Linsen. Die Sigma-Linse, die drauf ist, das 16mm 1.4 und ich habe dazu noch das 30mm 1.4. Ja, auch von Sigma. Ansonsten ich will noch auf jeden Fall upgraden auf ein vernünftiges Weitwinkel-Objektiv und eigentlich hätte ich auch ziemlich gern ein besseres Zoom-Objektiv, weil das finde ich tatsächlich nicht so gut. Ja, diese Objektive nutze ich, die Kameras nutze ich. Ja. Dann. So, zweite Seite. Wie sieht es bei dir mit oder euch mit Wintersport aus? Ski und Snowboard? Nee. Gar nicht. Einfach zu kalt. So, besuchst du auch bayerische Bikeparks, der Radvater? Ich habe ja geplant, ein neues Auto anzuschaffen, wenn es finanziell drin ist dieses Jahr. Und dann werden wir auf jeden Fall ordentliche Touren machen. Auch in andere Bikeparks, die zu weit weg sind für aktuell, für so ein Wochenende. So. Hund MTB fragt, wenn du dir nur eine Art von Fahrrad auswählen könntest, also Enduro oder so, welches wäre es? Wenn ich nur ein Fahrrad haben könnte, würde ich mir ein Light MTB holen. Sowas wie das Kinevo oder das Kinevo, weil das einfach alles kann. Es hat genug Federweg. Transition bringt übrigens auch noch ein sehr cooles, interessantes Light-EMTB raus, werde ich ein extra Video zu machen. Ja, ich würde mir ein Light-EMTB holen mit so 170, 180 mm Federweg und das wäre dann das Bike, was ich für alles nutzen würde. Wenn ich allerdings kein EMTB fahren will, dann halt so ein super Enduro-Klasse, ne? Weil das auch einfach alles kann. Ein Downhill ist einfach nur Luxus, macht halt einfach aber mega viel Bock. Und die Light-EMTBs, da gibt es ja schon viele, die wirklich sehr nah an einem normalen Enduro vom Gewicht dran sind. Und dann hat man einfach alles, was man will. So, ne? Also außer man will halt so bergauf fahren. Dann, Lieblingsfahrradmarke und Modell. Auch der Hund MTB fragt. Ja, Norco. Norco bin ich einfach mega Fan. Lieblingsmodell kann ich halt nur das Aurum sagen, weil ich noch kein anderes gefahren bin, aber das Bike hat mich schon ziemlich überzeugt. Dann Patrick BMG fragt, wann beginnt die Bikepark-Saison? Ja, die Bikepark-Saison beginnt jetzt, würde ich sagen, denn am Wochenende, ich glaube ja, das Video kommt ja jetzt am Wochenende dann, beginnt es ja mit Greenhill, ne? Greenhill legt los. Und ich denke, dann werden auch alle anderen Parks langsam nachziehen. Wahrscheinlich wird es Winterberg wieder erst als letztes schaffen, weil die ja möglichst lange immer beschneien. Ne? Aber dann geht's los. Ich freue mich drauf.
alle haben langsam Season Opening, die Flow Trails auch langsam alle ab April und das wird hoffentlich eine ziemlich geile Saison. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten, die euch wichtig waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.